Es gibt super gute Nachrichten für die Menschheitsfamilie. Es gibt einen Keim der Hoffnung. Und möglicherweise ist das Ende der Spaltung in Sicht. Dieses Thema möchte ich gerne jetzt mit euch besprechen. Es ist für uns alle wichtig und auch die Botschaft der geistigen Welt werden wir dazu hören, wie es weitergehen wird. Bleib also unbedingt dran. Mein Name ist Monika Nerianer Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind mit unseren PartnerInnen in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten. Smarana ist eines der größten Online-Portale im Webinar-Bereich der Spiritualität und Bewusstseinserweiterung. Und wenn du weiterhin wichtige Nachrichten erhalten möchtest, dann wäre es gut, wenn du jetzt gleich meinen Kanal abonnieren würdest. Ich danke dir sehr dafür. Ja, und heute geht es um diese guten Nachrichten. Endlich ist es soweit, denn wir sind alle eine Menschheitsfamilie. Und das, was die ganze Zeit in der Politik geschah, war die Spaltungspolitik. Und ich habe gestern in dem Video über die Dualität darüber gesprochen. Ich verlinke es euch gleich mal hier oben, dass es in der Dualität immer die Möglichkeit gibt, dass Menschen erwachen und plötzlich erkennen, etwas Lichtvolles zu tun. Und das ist gerade jetzt passiert. Ich zeige euch das, damit ihr wisst, um was es geht und wir da noch mal richtig drüber sprechen können. Schaut mal hier, ich hab's gleich. Und zwar geht es um die Augsburger Allgemeine. Da kann man also nachlesen. In der Augsburger Allgemeinen steht hier, dass das Oberverwaltungsgericht die 2G-Regel gekippt hat. Es wurde also ein Urteil gefällt, was diese Regel jetzt außer Kraft setzt. Das hier, das galt seit Montag. Und das ist jetzt nicht mehr gültig, weil das Oberverwaltungsgericht sich dagegen ausgesprochen hat. Und zwar, hier steht, die Maßnahme, die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des CV nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Grundgesetz vereinbar. Und das ist der Punkt, das Grundgesetz, weil die Grundrechte wollten ja oder sollten ja uns genommen werden. Und das dem ist jetzt entgegengewirkt worden. Und zwar ist das geschehen, weil hier steht es auch, ein Unternehmen, das auch in Niedersachsen einen Einzelhandel im Filialbetrieb mit einem Mischsortiment betreibt, hatte geklagt. Und der 13. Senat des Gerichtes entschied, die neue Regelung vorläufig außer Vollzug zu setzen. Der Beschluss sei nicht anfechtbar, und das ist auch ganz wichtig, und gelte in ganz Niedersachsen allgemein verbindlich. Meine Hoffnung ist ja, nachdem hier so ein tolles Urteil gefällt wurde, ich mache mal das Bild wieder weg, ihr Lieben. Meine Hoffnung ist, da dieses Urteil jetzt in Niedersachsen gefällt wurde, dass das jetzt Ausmaße annimmt und auch die anderen Länder, vielleicht, dass da auch jemand klagt und dann man diesem Zeichen folgt. Das heißt also, in Niedersachsen ist die Spaltung schon mal kleiner geworden. Man wirkt entgegen, man ist dort lichtvoll geworden. Die Menschen beginnen mehr zu erwachen. Und das ist so schön, also das ist so herrlich, denn Smarana ist nicht für I und nicht gegen I. Smarana ist gegen die Spaltung. Die Spaltung der Menschenfamilie, das kann doch gar nicht sein, dass Menschen unterschiedlich bewertet werden und dadurch dann manche Menschen
keine Rechte mehr haben, keine Grundrechte mehr haben, einfach nur aus einer Willkür, sage ich jetzt mal, aus einer Willkür heraus. Und es gibt noch was Tolles, was ich euch auch gerne nochmal zeigen möchte, was ich euch vorlesen möchte aus dem Spiegel. Das haben wir hier. Moment. Und zwar schreibt der Tagesspiegel vom 16.12., dass hier die FDP-Abgeordneten einen Vertragsentwurf der allgemeinen MI-Pflicht ablehnen. Ich hatte euch ja gesagt, ich weiß, dass man daran arbeitet, dass man also Gesetze ändern möchte, um diese E-Pflicht durchzusetzen. Jetzt hat tatsächlich die FDP dem entgegengestimmt und hier kann man auch sehen, es haben 20 Politiker ein Papier unterschrieben, mit dem sie sich gegen die CI-Pflicht aussprechen und dass sie mit anderen Maßnahmen die Quote erhöhen möchten. Der Quellennachweis befindet sich unter dem Video. Ihr könnt es dann selbst alles noch in Ruhe durchlesen. Mir ist es einfach jetzt mal wichtig, dass wir die Überschrift gesehen haben und einfach auch wissen, dass tatsächlich auch in der Politik eine Änderung vor sich geht, dass wir in Richtung friedlichere Lösungen kommen, dass wir in Richtung des Lichtes gehen und die Trennung und Spaltung der Menschheitsfamilie dadurch nicht mehr so sehr gefährdet ist. Es ist wichtig für uns, dass wir den Zeitlinien weiterhin positive Energie geben, den Zeitlinien des Friedens, dass wir unseren Fokus darauf richten. Es gibt ein wundervolles Video über die Zeitlinien. Ich habe es schon immer wieder mal empfohlen. Schaut euch das an, damit ihr versteht, um was es geht. Und dann habe ich noch eine ganz große Bitte an euch alle oder beziehungsweise an die Menschen, welche auf die Straße gehen werden zum Demonstrieren. Ich habe eine große Bitte. Tut dies in Frieden. Und sagt nicht, wir sind das Volk. Denn mit diesem Ausdruck kommt wieder eine Spaltung zwischen der Polizei und den Demonstrierenden. Und alles, was mit Spaltung zu tun hat, trägt ja so eine negative Energie. Zieht die Polizei mit ins Boot, vereint sie, singt die Nationalhymne, die gilt für alle Menschen, da ist keine Spaltung dabei. Zum Beispiel, nehmt die Polizei einfach mit zu euch rein nehmt die Polizei einfach mit euch rein in diesen Frieden, in das, was wir doch alle wollen, denn es sind bestimmt auch bei der Polizei welche dabei, die gar nicht einverstanden sind mit dem, was sie da tun müssen. Und wenn wir mit weiser Voraussicht alles in Frieden und in Licht tun, geben wir dem eine ganz große Chance und nähren gleichzeitig auch die Welle des Lichtes, die ja die Energie bringt und die noch bis zum 21.12. ansteigt und alles Unmögliche möglich machen wird. Also es sind wirklich so schöne Nachrichten und ich bin sowas von froh darüber, dass es jetzt sichtbar wird. Es wird sichtbar. Dieser Keim des Friedens, der Keim der Hoffnung, der jetzt aufgehen darf und wo dann auch, wenn es in Deutschland gelingt, andere Länder sich daran orientieren können. Das ist mein ganz großer Wunsch. Und am 19.12. geschieht auch noch mal ganz viel. Dazu werde ich am Sonntag eine Sendung machen, am 19.12. direkt. Und da werden wir auch die astrologischen Hintergründe nochmal verstehen. Denn alles hängt ja zusammen, was jetzt gerade geschieht. Es geschieht ja nicht zufällig. Es gibt keine Zufälle. Und die Energien aus dem Kosmos unterstützen diese Entscheidungen. Sie unterstützen die Menschen, die
jetzt gerade an den Stellen sitzen, wo man Entscheidungen treffen kann, die Gesetze ändern kann, da werden die Menschen, die nicht ganz konform mit dem sind, was gerade so geschieht, die bekommen ganz viel Licht und dadurch entstehen neue, lichtvolle Entscheidungen. Und das ist so ein großer Grund zur Freude. Und ich freue mich auch, dass du hier bist und deine Zeit mit mir verbringst. Denn wir werden jetzt gemeinsam in die geistige Welt eintauchen und die Welle des Lichtes stärken. Wir werden die Menschheitsfamilie stärken, so damit noch viel mehr Licht auf die Erde kommen kann und noch viel mehr lichtvolle Dinge geschehen dürfen. So, ich sprühe mich mal ein mit meinem Ursprungslicht, mit der 909. Ach, und noch mit Smarana. Ich habe einfach immer eine Freude mit diesen Aura-Sprays und ich werde jetzt schnell erst noch mal was trinken. So, ich verbinde mich nun mit der geistigen Welt und ich wünsche dir lichtvolle Momente jetzt in dieser Meditation und im folgenden Channeling. Smarana, geliebter Mensch. Smarana, geliebte Menschenfamilie. Ein jeder ist hier willkommen. Ein jeder Mensch gehört in die Menschheitsfamilie. Und so werden wir gemeinsam das große Licht der Liebe nähren und die Liebe selbst nähren mit unserer Anwesenheit, mit unserer Kraft und Hoffnung. Und so beginnen wir, das Licht von Smarana einzuatmen. Smarana bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Und so wirst du mit jedem Atemzug immer mehr die Nähe Gottes fühlen. Spüre, wie deine Seele sich ausdehnt. Spüre, wie Gottes Nähe dich trägt und hält. Atme Smarana ein und aus. Denn über das Atmen kommst du auf die Bewusstseinsebene, in die höhere Bewusstseinsebene, wo du die Engel fühlen kannst und wo die Botschaften der geistigen Welt dich ganz tief berühren mögen. Und so sei bereit, um die Worte der geistigen Welt zu empfangen, welche jetzt gleich ausgesprochen werden. Wir sind die Engel der Hoffnung und wir betreten diesen Raum voller Kraft und voller Liebe. Ein Keim der Hoffnung wurde gesetzt und dieser ist aufgegangen. Liebe Menschen, liebe Menschheitsfamilie, dies ist ein Zeichen der geistigen Welt und wir möchten euch dadurch zu verstehen geben,
dass es immer einen Weg gibt, dass es immer einen friedvollen, lichtvollen Weg für jede Situation gibt. Dieser Keim der Hoffnung wird sich vergrößern mit Gottes Hilfe, mit deiner Liebe und kann zu einer großen Veränderung beitragen. Wir bitten dich, wir bitten jeden einzelnen Menschen, diesen Keim der Hoffnung zu nähren. Und wir möchten heute mit dir gemeinsam diesen Keim der Hoffnung in die Welle des Lichtes hineintragen. Denn dort fließt das hellste Licht der Liebe. Dort hat dieser kleine Keim die Möglichkeit, sich zu entfalten und zu wachsen. Und so bedanken wir uns bei dir, dass du heute hierher gekommen bist, um mit uns zu wirken, die Menschheitsfamilie mit Licht und Liebe zu stärken und diesen Keim der Hoffnung zu nähren. Und so tragen wir nun mit dir gemeinsam diesen Keim der Hoffnung in die Welle des Lichtes hinein. Es geschieht durch unsere Achtsamkeit, durch unser Licht und durch deine Liebe, durch dein Vertrauen. Und nun, geliebter Mensch, geliebte Menschheitsfamilie, werden wir zusammen die Welle des Lichtes mit Achtsamkeit, mit unserer Liebe, mit deiner Liebe, mit der Liebe der Menschheitsfamilie stärken. Denn in der Welle des Lichtes fließt die Smarana-Energie. Dort fließt die Liebe Gottes und die Nähe Gottes, die kannst du fühlen. Dort fließt die Liebe Gottes und dadurch kannst du die Nähe Gottes fühlen. Und so senden wir nun gemeinsam Licht und Liebe in die Welle des Lichtes hinein. So ist es geschehen. Die Welle des Lichtes wurde mit der Flamme der Hoffnung genährt, mit der Flamme des Lichtes der Liebe genährt. Und du hast dazu beigetragen, die Menschheitsfamilie zu stärken. Und so kommen wir langsam wieder zusammen in das Hier und Jetzt zurück. Die Engel der Hoffnung verabschieden sich von dir und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit ganz im Hier und Jetzt an. Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Danke euch für eure Liebe und euer Licht. Und
Es war wunderschön, mit euch zusammen die Welle des Lichtes auszudehnen, so damit sie noch mehr wundervolle Ereignisse bewirken kann. Schön, dass wir zusammen die Zeit verbracht haben und so viel Gutes bewirken konnten. Wenn du weiterhin so schöne Botschaften erhalten möchtest, dann abonniere bitte meinen Kanal, indem du hier draufklickst. Ich danke dir sehr für alles, für dein Licht und für deine Liebe. Ein Küsschen. Bis zum nächsten Mal.